Hi Leute, willkommen beim Phantasia Studio und willkommen zu einem neuen Projektvideo. Hier haben wir eine Kult Mechanicus bzw. Skitari Armee, die wir für einen Kunden fertig gemacht haben. Und oh wow, Adeptus Mechanicus Skitari, da muss man ein bisschen extra was zu sagen. Die Armee sieht einfach aus. Sieht aus, als ob es nur 3-4 Farben wären. Ein bisschen Rot, ein bisschen Metall und so weiter und so fort. Aber die Armee hat es sowas von in sich. Sowohl was den Zusammenbau angeht, ich glaube, das habe ich auch schon mal in einem anderen Video erzählt. Erst recht aber, was die Bemalung angeht. Vor allem, wenn es ein bisschen hochwertiger bemalt werden soll, wie es hier der Fall ist. Die ganze Armee wurde auf Level 5 Character bzw. Level 6 Hero in einzelnen Fällen, zwei einzelnen Fällen bemalt. Und ja, wir sind uns hier im Studio einig, dass die Admech Skitari somit die detailliertesten Modelle sind, die Games Workshop in den letzten Jahren rausgebracht hat. Es sind einfach so viele kleine Details, was das Metall angeht, was das Rot angeht, den Kupferfarbton und so weiter, dass man hier eigentlich nie ein Ende findet. Also diese Armee hat wirklich Kraft gekostet, aber es war es auf alle Fälle wert. Ich gehe das mal kurz wieder im Einzelnen mit euch die Armeeliste durch und will euch die Highlights dieser Armee zeigen. Wir haben zum einen die beiden Modelle auf Hero Level 6, diese zwei Tech Priests Dominus. Das ist im Prinzip nur dieser Blister, den man so ein bisschen variabel bauen kann. Ich weiß gar nicht, ob es nur der Kopf jetzt ist oder ja, sieht ja fast danach aus. Kopf, Waffenoption. Sehr cool bei dem einen, das Detail, das der Marcelli hinten angebracht hat. Ich weiß gar nicht, ob man es genau erkennt. Hier so eine Rauchsäule, die da hinten rauskommt. Super detaillierte Modelle. Ich ziehe am besten auch nochmal einen von denen heraus, dass ihr euch mal ansehen könnt, wenn ich von Details spreche. Schaut euch mal das an. Das ist Wahnsinn, was da alles für Details drin sind. Und ja, wenn man da nicht sauber malt, das rächt sich dann später alles. Unglaublich viele verwinkelte Metallstellen und so weiter und so fort. Echt gigantisch. Und ja, wie ihr sehen könnt, ja, super hochwertig bemalt. Geniales Modell. Und das mal nur so ein bisschen kurz als Vergleich, was diese Armee, was das für ein Arbeitsaufwand ist. Wir haben von den Battle-Servitoren haben wir 5 Breacher, 4 Destroyer. Ich ziehe doch gerade mal hier einen am besten hervor, dass ihr euch den ansehen könnt. Das sind diese Battle-Servitoren. Sehr cool hier mit dieser Panzerung an der Seite, dieser Kettenpanzerung und einem entsprechenden Weathering-Effekt. Ein paar Abplatzern auch hier vorne, sieht super aus. Ein bisschen mit der Airbrush-Leuchteffekte gemacht. Das wirkt gerade bei der Armee echt gut. Und auch hier Admech bietet sich meiner Ansicht nach sowieso auch sehr schön an für so ein bisschen einen Used-Look. Da könnte man zum Beispiel noch mit Pigmenten einen draufsetzen oder so, aber irgendwo ist dann auch der, man darf auch nicht zu viele Effekte nehmen, irgendwo ist dann auch der Punkt erreicht, dass es dann ausreichend ist. Ja, davon haben wir insgesamt 9 Stück, befinden sich also dann hier die ganzen Burschen, da drüben, da und ich habe glaube ich noch ein paar hier auf der anderen Seite deponiert, ist auch echt Wahnsinn. Dann haben wir von den Electro Priests, das sind die mit diesen Handteilen. Und das sind auch echt abgedrehte Modelle. Sieht wirklich so aus, als ob diese Handteile so ein bisschen schweben würden. Die haben sich wohl die Augen ausgestochen oder was. Die haben so die Augen zugenäht oder irgendwelche Bandagen drumherum. Und sehr cool auch mit dieser Hautfarbe, dieser bleichen Haut. Und als ob die eben von Strom durchzogen sind. Das sind die Fulgurite, wie auch immer, Electro Priests. Wir haben die Corpuscari, das sind die mit den Stäben. Eventuell vertausche ich gerade wieder beide. Sehen nicht sehr viel schlechter aus, das sind auch sehr coole Modelle. Das sind Fanatiker. So sieht ein Fanatiker im 40. Jahrtausend aus. So und nicht anders. Ja, die Castellan Robots. Baymax. Fällt einem da immer ein. Das sind diese Kampfroboter. Kleiner Trick, um die aufzulockern. Schön auch hier mit ein paar Abplatzern, Effekten arbeiten, so ein paar Ölspritzern und ähnliches. Ein paar Decals anbringen, dass die auch entsprechend mechanisch aussehen. Ich kann es mal zum Beispiel an einem von denen hier zeigen. Dann kann man da richtig schön was rausholen. Das ist zum Beispiel einer von den Burschen hier. Da haben wir dann ein paar Kratzer gemacht. Ja. Spuren. Es bietet sich immer an, sowas zum Beispiel so unten rund um die Füße oder ähnliches zu machen, weil sie damit ja über dem Boden irgendwo immer hängen bleiben. Irgendwelche Wettereinwirkungen oder ähnliches sind auch sehr genial. Ups, ich packe den mal zurück. Also da kriegt man richtig Bock, Admech zu spielen. Dann Skitari, das Herz dieser ganzen Truppe, insgesamt 20 Stück. 10 Vanguard, 10 Ranger.
Das sind die hier. Jeder hat auch dieses Deckel-Symbol am Mantel, was der jeweiligen Einheitennummer angehört. Das ist auch ein sehr cooles Detail. Kann man auch hier nochmal zeigen. Und die haben halt auch unglaublich, obwohl es nur noch, das sind die Standardinfanteristen von Admech. Die haben auch wahnsinnig viele Details. Allein das Gewehr mit dem Holz, mit dem Bronze-Kupfer-Farbton, das ganze Metall. Hier hinten geht es noch weiter. Der Mantel, außen rot, innen beige. Für Standardtruppen wahnsinnig aufwendig. Wir haben dann noch die Ruststalker und die Infiltrator, das sind die auf diesen Terminatorenbasen. Sehr cool hier mit den Leuchteffekten an den Klingen. Die haben eher so dunkelblaue Energieklingen. Sehr cool. Kann man zum Beispiel auch mal hier einen hochheben und das soll ich mal kurz zeigen. Das sind die Modelle hier. Wirken auch nicht so, als ob sie viel hätten, aber es sind im Prinzip auch nicht viele Farben, die hier zum Einsatz kommen beim Admech. Aber es sind einfach wahnsinnig viele Details. Das hier sind die anderen Modelle. Ups. Da gehen wir rüber, zeige ich euch davon noch einen mit diesen lustigen UFO-Helmen, würde ich mal so behaupten. Schauen, was die Kamera hier besser einfängt. Echt cool. Und dann haben wir nur noch auf der Rückseite, wir haben die Iron Strider, das sind diese beiden Kampfläufer. Da ist ja auch dieses coole Detail, dass hier vorne quasi noch irgendwie so eine Art, ja, ich glaube, der steuert das Ding eigentlich überhaupt, der Servitor. Dass da einer eingebaut ist und da oben dann eben der Schütze drauf, dieser Kampfläufer, der da so durch die Wüste stackst. Da haben wir einen Dragoon und einen Ballistari. Und dann haben wir noch als Highlight 4 von diesen Dune-Crawlern. Und das ist eigentlich ganz cool, was unsere Künstler da gemacht haben. In dem Fluff wird auch immer erklärt, dass die eben mit ihren stachseligen Beinen sehr gut im Gelände unterwegs sind. Das haben wir eben dargestellt, dadurch, dass die eben hier so über diese Steinformation stachsen und klettern. Und halt dann, das ist bestimmt eine ganz bizarre Sache, wenn diese, ups, ich nehme am besten mal ein Base, eine ganz bizarre Sache, wenn die so zum Teil über die Steine laufen, zum Teil über den Boden, spinnenartig fast schon. In alle Richtungen gleichzeitig alles rotiert, stelle ich mir super gruselig vor und auch total genial dargestellt mit diesem Modell. Und ja, das haben die Künstler im Prinzip bei allen Modellen gemacht. Beziehungsweise bei einem hat man es auch mal normal hingestellt. Aber es macht diese Modelle, gerade wenn man sie in einem Trupp spielt, unglaublich dynamisch und abwechslungsreich. Das ist eine tolle Sache. Und die haben auch alle möglichen Arten von Waffenoptionen, das mal hier so zu zeigen. Und jede Menge Details. Rot und beige nebeneinander, Metallfarben. Wer sich ein bisschen auskennt im Bereich der Bemalung, weiß, dass zum Beispiel Rot auf beige jetzt auch nicht gerade die angenehmste oder einfachste Farbe ist zum Malen. Ja, das ist die Admech Skitarii-Armee. Wahnsinnig genial. Ein tolles Armeekonzept insgesamt, was GW da gemacht hat. Meiner Ansicht nach super stimmig und so in der Masse wirklich eine toll aussehende Armee, gefällt mir super gut. Vielleicht hat es euch ja als Inspiration gedient, so sieht das Ganze auf jeden Fall im Groben in der Menge aus. Wenn ihr eine Armee Skitarii Admech euch zulegen wollt, plant vorher ein bisschen mehr Zeit ein. Ein bisschen mehr Zeit heißt im Prinzip ungefähr das Doppelte von der Zeit, die ihr im Prinzip bei der Bemalung einer Armee sonst euch so ja überlegt. Also wenn ihr denkt, das wird aufwendig, da werde ich mal ein paar Wochen länger dran sitzen, tut euch selbst einen Gefallen und nehmt dann dieses Zeitfenster einfach mal 2, denn ihr werdet gerade bei den Modellen hier auch so einige Details stoßen und dann zieht sich das schon in die Länge. Okay, das war das Update für heute. Bilder gibt es in unserer Bildergalerie und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und bis dann. Tschüss!